So, die Speicherstadt ist ja erstmal soweit fertig. Dann können wir uns heute mit einem neuen Problem widmen. Ich habe noch vergessen, hier die ganzen Items einzusetzen. Müssten noch irgendwo. Müssen Kollegen hier einsetzen. Muss ja nur draufklicken. Manchmal drüber ziehen, manchmal. Das ist. Wir können uns noch irgendwas Schönes bauen. Ein Habe ich ganz vergessen, dass Phänomenales. wir ja auch noch eine Weltausstellung haben hier. Bei dem ganzen Kladderadatsch, den man hier so verzapft. Ja, hier könnte man eine Holzfarm aufbauen, aber wir haben hier soweit alles fertig. Wir werden jetzt erstmal alles holen, was wir brauchen, um in der neuen Welt das jetzt hier mal besser zu bauen. Vor allen Dingen mit den Arbeitskräften, das muss ordentlich funktionieren. Das sind hier oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder, die da weg müssen. Oh Gott. Dann müssen wir die Stadt noch vergrößern oder wir kriegen mehr Arbeitskräfte, aber eins von beiden. Wir holen jetzt erstmal noch ein bisschen Beton. Ja, vielleicht noch brauchen. Frachtschiff steht Bisschen bereit. Beton. Holz können wir auch noch mitnehmen. Steine nehmen wir auch noch mit. Fenster. Beton. Beton haben wir genug. Nehmen wir noch Holz mit. Schicken das Ganze mal rüber. Kist unter Deck. Dann, was haben wir noch so an Items hier, was wir noch gebrauchen können? Den auf jeden Fall. 25% weniger Arbeitskräfte. Noch ein bisschen Produktivität. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Damit wir das Öl besser fördern können. Damit wir unser Ölproblem mal in den Griff bekommen. Der baut noch. Da haben wir kein Öl mehr. Aber Natürlich könnten wir versuchen, ohne jeglich. ohne Strom geht's hier nicht voran. Ohne Strom kann ich nicht ummann. So, mal so eine Frage in die Runde. Wie sieht's hier eigentlich aus? So mit Hopfen. Hopfen hat ein kleines Minus. Das heißt, mit einem Item ist alles weg. Dann hätten wir das Problem sofort geklärt. Warten wir noch drauf. Kein Problem. Die Ölabteilung können wir nicht mehr verbessern. Nur noch höchstens buffen. Die Items haben wir aber gerade mitgenommen. Und hat sich Anhalten. das schon mal geklärt. Die Abteilung steht gut. Schweinchen können abgeholt werden. Schweine sehen gut aus. Wurst haben wir auf jeden Fall. Brot könnte noch eins mehr vertragen. Wobei ich immer noch überlege, ob ich die nicht mit denen da drüben tausche. Damit die dann noch schneller drankommen. Weil die stehen ja jetzt an der völlig falschen Stelle. Das tauschen wir jetzt mal nebenbei hier so. Jetzt muss das hier nur noch mal wieder ordentlich sortiert werden. Oh Gott, das wird ja wieder ein Highlight. So, hier drüben ist noch Platz. Bäckereienabteilung jetzt hier rübergezogen. Wie viel kriegen wir da hin? Mühe geben, eine ganze Menge. Welche Stellung ist die beste? Das fragt man sich nicht nur bei anderen Gelegenheiten, sondern auch hier. Es ist gar nicht so einfach. Geht nicht an.
anders. Kriegen wir nur so hin, so wie es jetzt steht. Eine neuner Bäckerei. Ja, die ist doch stets dabei. Kommt der letzte eigentlich da oben noch an? Ja, alles gut. Alles gut. Ich hätte es einfach so lassen sollen. Wie sieht es mit Getreide aus? Was sagt ihr Getreidestand? Getreide, 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 Getreide. Getreide. Plus 8. Können wir noch einmal reduzieren. Gut. Jetzt unsere Wurst. Wir brauchen nur Wurst. Bautz, Bautz, Bautz. Das könnten wir allerdings nochmal tauschen. Die müssen so stehen bleiben. Der oben kommt leider nicht mehr in den Umkreis. Die Bäckereien stehen alle drin. Das ist gut. Da wird noch Schokolade produziert. Da ist es in Ordnung. Unsere Mühlen produzieren auch ganz fleißig. Die Bäckerei steht nicht mit drin. Das ist aber schade. Seife wird produziert. Die steht aber eigentlich für den ganzen Kladderadatsch, den wir hier haben, ziemlich ungünstig. Kommt jetzt mal dahin. Jetzt müssen wir das hier auch mal fertig bauen. Anders hinstellen. Dann hätten wir den glatt. Brauchen wir noch mehr Talg? Das ist eine gute Frage. Es kommt darauf an, ob wir schon Talg produzieren. Und zwar genau hier drüben. Hier Perlenfarben, hier wird nur Fisch produziert. Hier fehlen uns noch die Items dafür. Also so viel Talg haben wir dann doch nicht. Die haben 260. Der kommt nicht mehr ganz mit rein. Könnte knapp werden mit dem Teil, den wir gerade haben. Was passt hier noch rein? Theoretisch, rein praktisch. Einer zu viel oder zwei zu wenig. Das ist immer wieder furchtbar. Wieder furchtbar. Zumindest haben wir kein Teilproblem. Wenn das so steht. Allerdings gefällt es mir so gar nicht, weil wir die Ecke hier noch ausgefranst kriegen müssen und ich nicht weiß wie. Da bräuchten wir, müsste ich einen Vierer machen. Der kommt nochmal darüber. Dann ist hier nochmal Platz. Dann könnten wir theoretisch hier ein Lagerhaus reinbauen. Oder nichts oder. Ich hab's mir überlegt. Steht so gut. Der kann so stehen bleiben. Dann haben wir hier noch eine Ecke frei. Da würde noch zwei reinpassen. Hier passt auch noch eine ganze Menge hin. In der ganzen Abteilung. Das ist unser Schienenverkehr hier, das wird alles nochmal überarbeitet, muss alles nochmal neu gemacht werden, muss alles nochmal neu gemacht werden. Alles nochmal irgendwie neu. Irgendwann mal, zu Weihnachten oder so. Ich weiß immer nicht. Hier fehlt uns auch noch ein Item. Da fehlt uns der andere, was ist das eigentlich? Uhren, Brillen, Goldschmieden und irgendwas. Hatte ich noch nie gehabt, das Item. Fuxi macht Holz und Messing draus. Was machst du hier? Weg. Furchtbar. Gut. Das erstmal nochmal umgestellt. Bin ich jetzt erstmal zufrieden. Jetzt rüber. Erstmal hier eine Viertelstunde verdallert, nur um das ordentlich zu platzieren. So, der Kollege ist gleich da, dann ist der andere auch leider. Eieieiei. So, was können wir hier drüben noch nebenan pflanzen? Wir haben die Auswahl. Kakao haben wir schon.
Wir können Kautschuk platzieren, Baumwolle, Kaffee und Bananen. Was davon nehmen wir? Gute Frage. Paprika, Kartoffeln, alles egal. Tabak ist super. Tabak brauchen wir. 1 zu 5 ist immer gebräuchlich. Bei einer Menge ist das super. Baumwolle brauchen wir nicht. Kaffee haben wir schon da. Das heißt, der Kautschuk war ja eigentlich mal geplant. Aber ich hätte ja noch auf Bananen umspringen können. Also hämmern wir jetzt hier alles mit Kautschuk zu. Und dabei fällt mir ein, ich hoffe, ich habe genug. Ich hoffe, ich habe genug Maschinen dabei. Das könnte enge werden. Wir haben alles gedacht, nur an die Maschinen nicht. Wir haben hier nicht zufällig Maschinen rumliegen. Nee, aber Fotografen und Sekt. Fotografen, Sekt. Das könnten wir verkaufen fahren. Wir haben zwar mittlerweile genug Geld, aber das kann nicht schaden. So, jetzt gucken wir nochmal. Maschinen haben wir keine. Schade, ich hätte gerne von hier welche mitgenommen. Kein Problem. Frachtschiff steht bereit. Siehst du, ihn hatten wir gar nicht losgeschickt. Haha! Ein kleiner Fauxpas, wie immer. Aber diesmal gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt hier nochmal meine Maschinen finde. Verdammte Axt. Ich bin immer blind. 100 Maschinen, ich weiß nicht, ob die reichen. Meine Welt, komm, doppelt hält besser. Wenn wir jetzt nicht genug Maschinen haben, weiß ich auch nicht. Die Menschen lassen sie hoch. Alles in die neue Welt. Seht nur, wir befinden uns. Nehmen wir mit, kommen Sie ran. Die Maschinen, die da sind, sollten ja erstmal eine Weile reichen. Arbeitskräftemäßig wird das jetzt natürlich wieder genital. Fangen wir hier unten an. Der müsste so stehen. Dann steht der aber nicht mehr mit drin. Das heißt, ich müsste ihn quasi einen rüberziehen, dann würde er mit drin stehen. Wenn ich ihn so hinstelle, wird es auch noch gehen. Dann habe ich aber keinen Anschluss mehr ans Land. Das ist nicht schön. Macht aber nichts. Dann arbeiten wir hier so, kriegen den wieder in Umkreis, bauen hier das Wägelchen davor, machen den erstmal aus. Dann kriegen wir hier also noch einen Weg durch. Aber wo führt dieser Weg denn hin? Dieser Weg wird ein leichter sein. Bloß wohin? Weiß ich wieder mal nicht. Taktischer Seitenwechsel. Parallel ist, muss alles sein. Jetzt kommt es drauf an. Und wir kommen auf 8 Farmen. Vorsicht, Hefe. Mach dir deine Protze. 8 Farmen. Gut. Hier können wir nicht näher ran oder weiter weg, nicht wahr? Das kriegen wir nicht nochmal anders gesetzt. Nein, das steht alles so, wie es jetzt steht, fest. Ich meine, normalerweise ist es so, dass wenn da 5 dahinter wären, dann würde der Platz noch reichen, aber ich wollte halt nochmal gucken. Sicher ist sicher. Außerdem haben wir jetzt hier noch eine Ecke frei und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Theoretisch jetzt sogar noch ein bisschen mehr Sind Platz. Sie so weit? Ja, komm. Ich mache ein Foto von der Weltausstellung, kann ja zu schwer sein. Mein Gott. Schönes Bild. Man erkennt so gut wie gar nichts, aber die Straße ist der Hammer. Wenn Sie sich jetzt dran halten, überaus reizen. Bisschen Geld. Dran anhalten! Mit dem größten Vergnügen. Ich komme nur wegen dem Geld. Stahlträger können wir immer gebrauchen. Brauchen wir hier noch Steine? Boah. Ja, komm.
Müssen heute keine Items shoppen gehen. Das dauert hier immer ewig. Ein diplomatischer Clipper. Nein, 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 nee, doch nicht. Wir machen das mit weißem Fähnchen. Ganz lustig nebenbei. So. Die bauen wir hier kurz mit ein. Jetzt haben wir wieder einen zu viel. Jetzt geht das Spielchen wieder los. Wir haben einen zu viel, einen zu wenig, einen rechts, einen links, einen oben, einen unten. Limit erreicht. Zwei. Wo kriege ich jetzt zwei? Drei wären super, zwei haben wir aber nur. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Eieieiei. Was ist denn dabei? Ich würde es ja gerne noch glatt kriegen, aber das wird wohl nichts. Und egal wie es jetzt hier. Stelle und Bälle mache und tue, wird ja nicht besser. Lassen wir es so, ist ja auch egal. Komm, kriege ich den da kopiert? Ja, danke. Stellen wir den so hin, damit es nicht gleichmäßig aussieht. Gut. Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. Da, zack. Hier. Hier können wir nicht zufällig noch einen nach links verschieben. Nee, das sieht nicht so aus, als wenn wir hier noch irgendwas verschieben können. Wenn wir eins haben, dann auf jeden Fall Fische. Ich hab doch schon alle Volkslieder gespielt, die ich kenne. So. Züchten wir auf das eine Feld? Ja. Jetzt wird's witzig. Jetzt geht das wieder los. Mit dem wie weit müssen wir das jetzt bauen. Davon hängt ab, wie viele wir hier reinbauen. Und ich würde das ja am liebsten glatt behalten. Das heißt, diese obere Ecke hier würde ich ja fast bis zum Ende durchziehen wollen. Mag jetzt da am Ende nicht unbedingt das Schönste zu sein, aber darum geht es ja nicht. Es geht einfach nur, dass ich das Feld komplett umrahmen kann. Mit einer Straße. Deswegen testen wir das jetzt vorab schon mal rein. Und je nachdem entscheiden wir dann, wie viel, was wir noch tun. So, der war. Der war. Das war. Das würde hier quasi bis hinten rum gehen. Und dann merke ich schon mal, das wird nicht so klappen, wie ich mir das denke. Also, Kommando komplett zurück. Die aufs Maximum ausbauen. Jetzt heißt es abschätzen, wie viel letztendlich reichen. Und ich muss sagen, hier sind vier, das sollte eigentlich reichen mit den zwei hier. Das wird jetzt witzig. Weil jetzt habe ich gemerkt, gut, das kriegen wir nicht hin. Also wird das ganze Gelände hier komplett zugezogen. Wir nutzen also das komplette Lagerleben hier aus, wollte ich gerade sagen. Die landwirtschaftliche Fläche, bauen da hinten keine Straße durch, sondern ziehen alles durch. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Schon mal effektiver. Also in Sachen Platzausnutzung. Jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, wie viel bleibt unten übrig.
So, erstmal die ganzen Schiffe hier ausladen. Fahren brauchen wir noch nichts. Alte Welt. Kisten unter Deck. Obwohl. Da haben wir noch genug Schiffe. Alles da. Gut. Capriloni. Da müssen wir jetzt eh hin, gucken, wie weit hier unsere Pappenheimer sind. Und ohne Strom geht es hier leider nicht voran. Das heißt, wir müssen auf irgendwas jetzt hier an Strom verzichten. Das Kraftwerk wird jetzt komplett wieder rausgenommen. Das war hier Bonus. Geht erstmal nicht anders. Stellen wir quasi eins weiter. Wenn es dann dahin passt. Wenn es dann dahin passt, passt nicht. Himmel, Herrgott, wie viel Platz fehlt denn hier, damit das funktionieren würde? Ich muss ja die Straße wegnehmen. Gut, tun wir die Straße weg. Gut, weggedudelt. So, dann steht's. Dann können wir jetzt hier den Strom anwerfen. Der ist unwahrscheinlich wichtig. Hier oben könnten wir theoretisch ein Gaskraftwerk hinstellen. Hier kommt dann irgendwann dieses Kraftwerk hin. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Und das wird natürlich fast alles hier erwischen. Irgendwann mal in 1000 Jahren, wenn die Attraktivität hoch ist. Ja, alles auf später verschoben. Bin ein bisschen wie die Bundesregierung. Ich verschiebe alles auf später und hoffe dann, dass es alles gut wird. Tja, so macht man das heutzutage, meine Damen und Herren. Man hofft einfach aufs Beste. So. Die ganze Vereinigung kann hier weg, weil jetzt kann produziert werden, und zwar fachmännisch. Das kann schon mal loslegen. Jetzt wäre schön, wenn wir das noch glatt abgezogen kriegen. Es wird nicht ganz werden, aber das macht nichts. Wir gucken mal, wie weit wir das hier jetzt treiben können. Und wie viel Platz uns das jetzt hier letztendlich wert ist. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja komm, das ist flexibel. So, wir haben jetzt quasi durchgezogen. Das sollte halten. Nachteil an der ganzen Sache ist jetzt natürlich, wenn oben einer an Fisch ran will, das wird nichts. Man könnte nur überlegen, ob man noch einen dritten aufstellen. Ich hoffe, dass es reicht. Vom Abholen her. Der hat ja auch noch Zugriff auf hier drüben so ein bisschen. Hier oben wird noch gewartet. Das wird noch irgendwann getan. Dann noch vier Bäumchen pflanzen. Vier Bäumchen. Keine Wiese, ich will einen Baum. Keine Wiese, ich will einen Baum. Himmel, Herrgott, ich krieg auch keine Wiese. Ich krieg auch keinen Baum, ich krieg nur die Wiese. Ist auch immer furchtbar. Gut. Unsere Ölproduktion soll dann hier unten hin. Ich meine, wir können mal probieren, alles da reinzupacken. Aber das wird noch eine Weile dauern. Die Schokoladenabteilung. Wo stellen wir die jetzt hin? Also produktionsmäßig. Könnte man den wieder rausnehmen? Er produziert nebenbei Schokolade. Produziert der andere auch Schokolade? Ich glaube nicht. Der legendäre. Können wir das kurz nachgucken? Fehlt immer noch Elektrizität? Ja, das tut mir gerade leid, wir arbeiten dran. Welche Abteilung? Forschungsgebiete, Itementwicklung. Ja. Na toll, ach so, jetzt kriege ich noch nicht mal. Das ist ja wieder furchtbar. Jetzt müssen wir raten. Wo ist er denn? Produziert Kaffee. Ah, den müssten wir auf jeden Fall drin haben. Gut. Viele frühere Expeditionen. Ach so, oh ja, Entschuldigung. Ist das so? Ja, das ist so. Tut mir leid. Ich hoffe, das läuft hier gut. Ich wollte hier eigentlich runter. Die gehen alle raus.
Ihr steht da einwandfrei. Ich hoffe, das reicht. Ich zähle jetzt da nicht durch. Produktivität, den nehmen wir raus. Dadurch müssten wir jetzt leicht ins Minus kommen, wenn wir den reinpacken. Ja, ist aber egal. Der wird nochmal ausgetauscht, damit wir da auch noch Kaffeebohnen produzieren können. Jetzt ist die Frage, vergrößern wir die Stadt? Müssen wir ja rein theoretisch. Die Frage ist, wie groß machen wir das Ganze? Wie viel ist uns das hier alles wert? So, von hier aus verlängern wir erstmal die Straße bis hier irgendwo ins Niemandsland. Und schauen uns mal um, wie viel jetzt hier an Häusern reinpasst. Sehr gut, das passt mir schon mal gut. Dann kann der so hin, der so hin. Da wäre gut, wenn da einer Platz frei bleiben würde. Gut, kriegen wir hin. Das ist diesmal flexibel. Und dadurch haben wir gute Karten, das so hinzupacken, wie wir gerne wollen. Jetzt können dann Vierer rein. Hier müssen wir gucken. Was wären Platz 5? Das wäre schlecht. Gut. Macht nichts, da arbeiten wir noch dran. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie weit das hier alles reicht. Er ist noch ein flexibel. Das heißt, den kann man hier rüber schicken. Wunderbar. Schieben wir den noch weiter. Könnte das richtig gut laufen. 1, 2, 3, 4. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Das ist jetzt schlecht. Da wäre er wirklich optimal gewesen. Kriegen wir das noch irgendwie geändert? Mit einem überragenden Trick. Erstmal gucken, wie weit kommen wir hier? Kirchenmäßig ist nicht so super. Hier hätten wir drin 25% mehr Reichweite. Ja, das ist schon mal gut. Halt, ich muss noch kurz die Zeitung machen. Es gibt immer was zu tun bei Anno. Immer was zu tun. Hier. Überladebalken, danke. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Nehmen wir euch mal kurz weg. So würde es glatt, ja, würde das glatt funktionieren. Dann könnte man die hier auch nochmal verschieben. Das ändert nur an der Kommastelle ein bisschen was. Vom Prinzip her bleibt alles gleich. Nur straßentechnisch ändert das eben halt, dass wir hier gute Karten haben, noch Häuser zu platzieren. Jemand sagte mir, die Königin spreche in den höchsten Tönen von dir. Jetzt ist wieder interessant. Eieiei. Also, Krankenhaus würde theoretisch noch alle beliefern können. Polizeistation wird es eher knapp. Macht aber nichts. Dann bauen wir noch eine. Sei denn, wir kriegen das Ding umgestellt. Aber wohin? Steht da perfekt. Das Einzige, was wir machen könnten, ist die Abteilung hier verschieben. Bloß wohin? Könnten wir ihn einfach nur querstellen, aber das ist gerade so schön alles gebaut worden, dass ich es gar nicht tauschen möchte. Das ist ja alles so ein schönes Muster geworden. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ist ausgebrochen. Der würde noch reinpassen. Theoretisch würde der auch noch reinpassen. Halt. Der wird erstmal noch ein Update bekommen. Der kriegt auch ein Update. Der zieht dann aber hier rüber. Jetzt stehen wir auch noch gerade in zur Straße. Dann kommt der dahin. Dann will ich hier auf jeden Fall eine Feuerwehr haben, weil die schön zentral in der Mitte steht. Kirche. Wo steht die Kirche?
Da steht Kirche. Die Kirche steht da nicht so super. Die hätte hier aber auch Platz gehabt. Warum stellen wir denn die Kirche nicht hier rüber? Wenn wir die Kirche hier hinstellen. Halt. Wir können das Haus noch zwei weiter verschieben. Dann steht die Kirche exakt in der Mitte. Und sollte eigentlich alles abdecken. Damit haben wir wieder Platz bekommen. Daten dieses Haus ab. Ziehen es hier rüber. Und können unsere... unseren Fetisch wieder ausleben, dass alles schön parallel steht. Ethnische Zwickmühle umgangen. Was ist das denn hier? So. So. Gut. Den könnte man theoretisch nirgendwo mehr hinschieben. Es sei denn, wir schieben ihn hier rüber. Und stellen ihn irgendwo anders hin. Jetzt wird's lustig wieder. Oh Gott. Nehme ich den da raus. Stell den hier hin. Haben wir hier einen Platz, kann das rüberziehen, mach hier auf. Damit muss ich keine Polizeistation mehr bauen. Das würde so funktionieren. Das sieht zwar nicht mehr sexy aus. Man könnte meinen, du wärst gar kein Rücken. Aber wir müssen nichts großartig bauen. Jetzt haben wir aber hier oben noch einen Platz frei. Wo brennt's denn? Ach ja, hier. So, bauen wir jetzt hier zwei Kanonentürme auf, will dann aber auch nichts mehr hören. So, du bist da. Muss der Hafen bei Gelegenheit auch nochmal gebaut werden. Aber denen geht's ja soweit ganz gut. So, was jetzt mit dir? Sind sie soweit? Sind sie so? Bergen Sie einen Schiffspropeller. Da. Jo. Fahr ich hin. Kein Ding. Wie weit bist du? Wir haben noch. Wie soll ich das der Königin sagen? Alles an Arbeitskräften jetzt nutzen, was wir haben, damit das hier nochmal vorangeht, Leute. Das ist ja furchtbar. Gut. Hier oben bleibt jetzt quasi ein kleines Feld frei. Was stellen wir denn da rein? Häusermäßig würde da nur eins passen. Wir könnten dann eine Feuerwehr reinstellen, da würden auch noch ein paar Felder übrig bleiben. Wie wir es letztendlich machen, ist erstmal egal. Weil der würde nicht passen. Achso, wir stellen ihn so hin. Dann passt er. Und rein theoretisch würde das auch gehen, rein praktisch auch. Die Frage ist, reicht das für alle außen drumherum? Aber der muss ja eigentlich nur für die obere Abteilung stehen, also ist es vollkommen irrelevant. Gut, Problem gelöst. Sehr gut. Den bauen wir so. Wenn wir den jetzt hier noch quer reingesetzt bekommen, waagerecht. Wäre das toll. Naja, gut. Bauen wir es so. Verschieben wir das hier ein bisschen. Damit es nicht ganz so gleichmäßig aussieht. Feuerwehr. Boah, komm. Hier brauchen wir noch eine Feuerwehr mit rein. Das kann nicht schaden. Die lassen wir dann so stehen. Jetzt passt das. Da ist mir das ein bisschen egal. Ich hätte hier schon ganz gern einen Baum gehabt, aber man kriegt es ja immer nicht so, wie ich es haben will. Ich mag jetzt hier nicht stundenlang würfeln, bis ich alles habe. Gut, schön wäre dann, wenn ich das hier noch mit einer Straße Dings abziehen kann. Oh, ist das toll. So ist schön. So schön. Weil wir jetzt nämlich genau die Grundlinie haben, die ich brauche, um hier die Schiene lang zu ziehen. Die soll hier dann enden. Wir könnten es theoretisch sogar noch einen tiefer stellen, aber das ist gut so. Das reicht mir schon so. In diesem ganzen Bereich hier, könnte ich den eigentlich schon verstellen? Haben wir das? Oh, verdammt, Entschuldigung. Können wir den nochmal irgendwo hinschieben. Ja, wo stellen wir den denn hin? Ja, wo geht er uns denn nicht auf den Sack? Ja, wo will er denn hin? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Kleine? Ich weiß nicht, wohin damit. Überall geht man mir auf den Keks. Vor allen Dingen hier unten.